Hallöchen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal eine andere Perspektive. Wir haben es jetzt gerade echt früh morgens, wir haben es gerade mal 6.40 Uhr, glaube ich. Aber heute ist der 1. Dezember und das heißt, ich kann heute mit euch das erste Türchen öffnen von dem Adventskalender, den ich von der lieben Sina zugeschickt bekommen habe. Nochmal ein riesengroßes Danke an dich, Sina. Ich rede gerade ein bisschen leise, weil einige bei uns noch schlafen. Ich hoffe, es ist trotzdem für euch verständlich. Und ja, in diesem Video seht ihr jetzt Türchen 1 bis 12 und Türchen 13 bis 24 werde ich dann, denke ich, am 25. oder 24. hochladen. Und wir gucken jetzt mal zusammen hier rein. Oh, ist mir schon mal mega der süße Eulenklipper. Ich öffne das mal gerade. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam rein. Ich kipp das mal aus. Ach, wie süß. Eins. Was richtig cool wäre, wenn jetzt hier eins, ein Leckerli, zwei Leckerli, drei Leckerli und am 24. 24 Leckerli. Ach, wie cool. Dies hatte ich sogar schon als Kur. Das ist richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass es das in klein gibt. Und was zum Naschen, das nehme ich mit zur Arbeit. Also das war jetzt schon mal ein Türchen 1. Mega süß. So, heute haben wir Türchen Nummer 2, was ich noch zu Türchen 1 sagen wollte. Mit diesem Feuchtigkeitsshampoo, das passt irgendwie voll perfekt, weil im Winter werden die Haare irgendwie total trocken. Ich mache das mal gerade auf. Also ich finde, Sina hat sich echt sehr viele Gedanken darüber gemacht, was sie hier reinpackt. Oh, wie cool. Oder ich glaube, das ist so ein richtig großes Handtuch. Weil das ist, ich kenne die, die sind richtig cool. Die tust du ins Wasser und dann wird das so ein Handtuch. Ich glaube, das hier ist ein großes, weil so ein dickes und schweres habe ich noch nie gesehen. Mega cool. Muss ich mal mit euch zusammen aufmachen. Weiß noch nicht wann. Und es gibt wieder eine Süßigkeit. Und es gibt auch wieder ein Leckerli für die Kita. Richtig süß. Das heißt, die Kita hat auch jeden Tag ein Leckerli. Heute ist Tag 3. Heute können wir das Türchen Nummer 3 öffnen. Ich finde das richtig süß gestaltet. Ach, guck mal. Da haben wir auch noch ein Leckerli. Dann wieder was zum Naschen für mich. Und dann haben wir eine Soforthilfe-Aufbaukur. Das Coole ist, ich war gestern im Rossmann und wollte mir die mitnehmen. Aus irgendeinem Grund habe ich sie nicht mitgenommen. Jetzt habe ich sie trotzdem. Richtig cool. Und Pflegeprodukte für meine Haare habe ich haufenweise. Also das ist echt eine richtig gute Sache. Heute haben wir die Nummer 4, auch sehr schön gestaltet mit dem Glitzer. Das will nicht. Doch, das will. Dann haben wir wieder was zum Naschen für mich. Ein Herzleckerli für die Dikila. Und dann haben wir hier, ups, ich glaube, das ist so ein Block. Ja, wie cool, mit einem Cupcake. Richtig cool. Ich mache mir immer richtig gerne Notizen, was ich an dem Tag noch schaffen muss oder schaffen sollte, was ich dann eh nie einhalte. Dafür ist das perfekt. Richtig süß. Und dann können wir auch schon Türchen Nummer 5 öffnen. Morgen ist schon Nikolaus. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell das geht. Okay, ich mache es einmal auf. Dann haben wir wieder was zum Naschen für mich. Leckerchen für die Kieler, wieder ganz andere. Und dann haben wir noch eine Duschcreme. Richtig cool. Raspberry. Muss ich einmal dran riechen. Oh, die riecht richtig lecker. Also ich finde Duschgele oder Duschcremes generell kann man nie genug haben. Richtig cool. Oh, du hast dir so viel Gedanken und Mühe gemacht. Allein, dass hier wirklich immer
was zum Naschen für die Kita drin ist, was zum Naschen für mich und dann halt meist jetzt ein Produkt noch für mich. Richtig cool. Und dann haben wir auch schon Türchen Nummer 6. Heute ist Nikolaus. Ich krieg's wieder so nicht auf mit einer Hand. So. Da haben wir einmal 3 Leckerchen für die Kilo. Was zum Naschen für mich. Und dann haben wir hier einen richtig schönen Nagellack. Von Essence. Ein Metallnagellack. Also der schimmert so metallisch. Richtig schön. Das war jetzt in der Nummer 6. Und heute geht es dann weiter mit der Nummer 7. Auch sehr schön gestaltet. Ups. Dann haben wir wieder ein Leckerchen für die Kieler. Was zum Naschen für mich. Und das hier. Ach, wie cool. Diese Bobby-Pins, sage ich mal. Richtig cool. Ich habe nämlich gar keine mehr. Ich klaue dann immer die von meiner Mama. Jetzt habe ich dann endlich auch mal welche. Richtig süß. Perfekt. Und dann haben wir heute auch schon Türchen Nummer 8. Es kann sein, dass ich immer ein bisschen komisch rede. Weil ich dann meistens mal gerade erst aufgestanden bin, aber schnell auch noch hier reingucken muss, weil ich es sonst nicht schaffe. Hier haben wir die 8. Ich habe sie jetzt schon mal geöffnet, damit es ein bisschen schneller geht. Aber noch nicht reingeguckt. Dann haben wir hier was zum Naschen für mich. Was zum Naschen für die Kieler. Und dann haben wir hier Wattestäbchen von Isana. Ich finde die immer ganz praktisch, auch wenn man sich schminkt nach einer Zeit durch den Kajal, hat man irgendwie unterm Auge so einen schwarzen Schatten und dann benutze ich immer richtig gerne diese Wattestäbchen, um das wegzumachen. Richtig cool. Und dann haben wir jetzt auch schon die 9. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen komisch rede, weil mein Freund, also Ex- Freund und ich uns gestern getrennt haben. Ja, aber ich mache jetzt trotzdem erstmal hier weiter. Und man kann das sogar schon ein bisschen durchsehen. Hier sind wir wieder die Leckerli für die Tequila. Und was zum Naschen für mich. Und dann haben wir hier eine Schokomaske. Das passt jetzt perfekt, weil meine Augen unnormal angeschwollen sind. Also ich habe mich eben echt erschrocken. Ich sehe aus wie so ein Chinese irgendwie, weil ich einfach so viel geweint habe. Aber dann mache ich mir heute Abend oder weiß ich nicht, muss halt nur bis 13 Uhr arbeiten. Ich glaube, ich mache mir dann erstmal eine Maske fett drauf. Und heute können wir Türchen 10 und 11 öffnen. Das hat den Grund, dass ich durch den 10 gestern vergessen habe und wir heute schon den 11. haben. Ich habe es nur schon mal geöffnet, damit es ein bisschen schneller geht. Oder auch nicht. Ach, wie süß. Dann haben wir wieder einmal was für die Kieler. Was für mich. Und dann haben wir hier Pinnwandnadeln. Die sind ja mal richtig cool. Die sind ja richtig cool. Richtig süß. Und dann haben wir hier die 11. Ein Herzchen für die Kinder. Etwas für mich. Und dann haben wir hier Handcreme. Richtig gut. Weil im Moment sind meine Hände irgendwie richtig trocken. Wahrscheinlich bei jedem anderen auch. Bei der Temperatur. Das ist... Okay, stellt nicht scharf. Und meine Stimme ist irgendwie weg. Reichhaltige Pflege und intensive Feuchtigkeit für trockene Haut.
Mit Aloe Vera, Kamille und Avocadoöl. Das hört sich sehr gut an. Entschuldigt meine Stimme, ich weiß nicht, warum die gerade irgendwie so weg ist. Auf jeden Fall, das war jetzt in Türchen Nummer 10 und in Türchen Nummer 11. Und heute öffnen wir die 12. Ich habe das, mach das nur immer schon auf, damit das ein bisschen schneller geht. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. So. Was für die Tequila, was für mich. Und dann haben wir hier Kosmetikpads. Richtig gut. Meine sind jetzt nämlich alle. Also irgendwie passt das immer extrem, was hier drin ist. Richtig cool. Danke, liebe Sina. Und ja, heute ist der 12. und das heißt, dieses Video wird jetzt schon mal online gestellt und den anderen Teil seht ihr dann am 24. oder am 25.